keiner, der dir helfen kann, glücklich zu sein. Glücklich sein kannst du nur allein, ganz allein. Doch das relative Glück der Welt wird dich nicht glücklich machen. Denn sobald es dich als Glücklichen gibt, gibt es dich auch als Unglücklichen. Denn jeder Glückliche tendiert dazu, neigt dazu, wieder ins Unglück zu stürzen. All deine Hoffnungen und Träume zerplatzen irgendwann, spätestens mit dem Tod. Keiner ist hier, der dich glücklich machen kann. Das ist die absolute Hoffnungslosigkeit. Und wenn das so ist, dass du siehst, dass niemand dich je glücklich machen kann, dann ist deine Ruhe. Dann könnte möglicherweise die Suche nach dem Glück zwar weiterlaufen, aber sie würde niemand mehr interessieren. Denn es ist völlig hoffnungslos, dass es jemals einen geben würde, der dich, mich oder irgendwen glücklich machen könnte. Nun ja, könnten wir zu dem Punkt hingehen, gibt es wirklich einen separierten einzelnen Individualisten, der glücklich sein kann? Gibt es überhaupt je einen individualisierten Individualisten, der alleine in der Welt lebt, unter anderem? Oder befindest du dich nur in einer Hypnose, in der du annimmst, in der du deinem Verstand, in den Gedanken, den Gefühlen glaubst, dass du denkst, du wärst einer, der allein in der Welt ist unter anderen? Ach ja, ich bin einer. Ho, peng, schon gibt es 6 Milliarden andere. Oder auch nicht. Denn es bleibt nur eine vage Vermutung, die du dir natürlich immer mit deiner eigenen Geschichte wieder bestätigst. Du machst es so schön kompliziert, damit du dein Gefühl von Getrenntheit aufrechterhalten kannst. Oder etwa nicht? Nee, oder etwa nicht? Nee, haha.